Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge This War of Mine Did Little Ones. Wir haben in der letzten Folge richtig gelootet, haben ein altes armes Paar auseinandergenommen. Ja, aber wir haben jetzt ordentlich Medikamente. Katja ist jetzt traurig, vorhin war sie doch zufrieden und ist sehr hungrig. Das heißt, Katja, du gehst mal was spachteln. Ich möchte, dass es dir besser geht. Danach legst du dich bitte hin. Du musst dich ein bisschen ausruhen, Mädchen. So. Bruno ist leicht verletzt worden. Zum Glück haben wir jetzt zweimal Bandage geklaut. Das heißt, er sollte in der Lage sein, sich zu bandagieren. Ich habe auch viermal Medikamente. So. Du baust mir schon mal den Filter, damit wir ein bisschen Wasser kriegen. So, Bruno geht kochen. Wir haben jetzt richtig was zu essen hier. Oder auch nicht. Aber wir können einmal Essen machen. Ist gut. Wofür brauchen wir denn die Konserven? Können wir so essen? Ja, wir können die Konserven so essen. Das ist ja geil. Aber du bist ja auch nur hungrig. Du kriegst nur was zu essen, wenn du sehr hungrig bist. So, Pavel legt sich hin. Pavel ist mein Läufer für diese Folge. Mit dem gehen wir looten. Und Bruno, du gehst jetzt nach oben und ja, guckst mal, ob der Filter arbeitet. Oui, oui. So. Habe schon einmal Wasser. Interessant, was er da macht. So entfernt man also Wasser aus einer Filteranlage. Geil. Achso, du hast sie jetzt gerade eingebaut, so wie es aussieht. Okay. So. Mal gucken, was das Radio so sagt. Ja, das wissen wir. Radio Pogron. In der Stadt Gravia wurden Massengräber entdeckt. Das Militär hat das Gebiet gesichert und untersagt Reporter bis zum Ende der Untersuchung den Zugang. Okay. Musik. Ich hätte gern irgendwo das Wetter. Spiel klassische Musik. Draußen ist es kalt, bewölkt und es könnte zu Regenfällen kommen. Unser Tipp für kalte Abende: Schnappen Sie sich ein gutes Buch, eine warme Tasse Tee und entspannen Sie sich in Ihrem Sessel beim Kamin. Alles klar. Okay, es wird kalt. Wir sind immer noch plus 16 Grad. Also wüsste ich jetzt nicht, warum wir uns jetzt schon den Kamin bauen sollen. Können wir den überhaupt schon bauen? Nö. Ach du Schande, da brauchen wir ja richtig was. Da brauchen wir richtig viel Werkzeugteile. Wir können aber hier ein bisschen Dings bauen. Können wir mit Büchern noch was anderes machen? Nee, ne? Wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen Brennholz machen, damit wir kochen können. So, eins. Und kommt direkt die zweite noch hinterher. So. Hier haben wir jetzt noch eine Mahlzeit, sechsmal Fleisch, zweimal Konserven. Boah. Ja, viel mehr kann ich momentan nicht machen, ne? Von daher würde ich sagen, wir beenden den Tag. Jo. Katja bleibt schlafen. Aber sie ist ja auch nicht mehr. Ach, die lassen wir jetzt pennen. Oder? Hier steht mir beide Wache hier. Zack. So, Pavel geht plündern. Fragt sie nur wo. Reisebüro. Okay. Ah.
Ja, okay. Also da sind definitiv Leute drin, die uns ja ins Leder wollen. Es wurde wiederholt von Banditen geplündert. Trotzdem ist es noch in Betrieb. Okay, da sind Leute drin, denen wir helfen können wahrscheinlich. Eine Autowerkstatt. Vor dem Krieg konnte man hier seinen Wagen reparieren lassen. Es war ein anständiges Familienunternehmen. Sie sind vielleicht bereit, mit uns zu handeln. Okay, hier bombardiert das Haus. Aber da waren wir schon. In der Autowerkstatt waren wir auch schon. Ach, ich dachte, das steht neu. Dieses alte Wohnhaus gehört einem älteren Paar und dessen Sohn. Die sind allerdings vor der Belagerung geflohen. Es ist seitdem verlassen. Aber laut Gerüchten sollen zwielichtige Gestalten dort Unterschlupf gefunden haben. Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir dorthin gehen wollen. Nee, nicht unbedingt. Schule! Da können wir handeln. Da will ich aber Dings mitnehmen, um ehrlich zu sein. Das will ich. Katja, den gehst du. Du gehst jetzt in die bombardierte Schule. Zum Handeln. Oh, was nehmen wir mit? Kräutermedizin. Das ist einfache Medizin. Was können wir noch mitnehmen? Schnaps? Gute Handelsware, okay. Geil. So, wir gehen plündern. Also, wir haben Medizin dabei. Und Schnaps. Also alles das, was wir im Krieg brauchen. Man muss die Wunden versorgen und man muss die seelischen Wunden versorgen. Das Problem ist, wir haben keinen Dietrich dabei, ne? Nein! Bin auch selten doof, ey. Boah, Waffenteile, wie geil ist das denn? Wir nehmen erstmal alles mit. Okay, sollen die Leute schützen, nicht ihnen schaden. Wir gehen jetzt hier erstmal hoch. Das nicht eintreten. Ich darf eintreten. Wenn ich eintreten will, dann trete ich ein. Boah, geil. Da trete ich doch gleich noch mehr ein. Was haben wir hier? Hier sind eine Menge Flugblätter mit Propaganda. Auf einem ist ein Flugzeugsymbol und es steht geschrieben: Bleib weg von internationalen Hilfsabwürfen. Es könnte gefährlich sein. Meldet den nächsten Stützpunkt der Rebellen alle Abwürfe. Wir gehen direkt. Tür lässt sie die öffnen? Warum? Na gut, müssen wir runter. Hi! Ich will mit dir reden. Alter, der Typ hat eine Knarre. Der Typ hat eine Knarre. Fuck. Ja, es ist ruhig. Der Typ hat eine fucking Knarre. Geh weg. Das ist nervig. Gehst du mal weg? Du wolltest frische Luft schnappen, Junge. Er ist ja angeblich kein Bandit, ne? Aber ist er doof oder was? Ja, geh mal besser zu Bett.
Wow! Ich habe Fehler gemacht. Ah, verschlossen. Das heißt, ich kann momentan nichts machen. Was ist denn los mit denen? Okay, wir gehen. Und schießt. Ah, ich habe vergessen, auf X zu drücken. Wir wurden wieder eingeschossen. Ich hätte nicht klauen sollen. Aber ich kann nicht anders. Das waren doch Typen, die mit uns handeln wollten. Die hatten alle Knarren in der Hand. Was soll ich machen? Ich bin schlecht in diesem Spiel. Ganz schlecht. Aber wir überleben, das ist das Wichtigste. Okay, gerade ja wieder einige Bandagen. Und es war ruhig die Nacht. Das Gute ist, wir haben nicht nur Bandagen, wir haben pflanzliche Medizin, Waffenteile. Na gut, Teddy, was sollen wir damit? Und Werkzeugteile, die können wir richtig gut verwenden in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn ja, dann schaltet wieder ein, wenn es heißt, eine neue Folge. This War of Mine, The Little Ones.